1998 war der Mühlenturm wegen angeblicher Einsturzgefahr behördlich gesperrt und die Gäste mussten um die Mühle herum zum Hintereingang gehen. In der Ölmühle tütet Ingrid Walter hier gerade Leinkuchenmehl ab. Mühlenvereinsmitglied Heinz Jank erklärt die Ölmühle. Heidi Rudolf bei einer Mühlenführung mit zwei Gästen. Hier im früheren Kesselhaus, wo einmal die Dampfmaschine gestanden hat. Damals wurden grundsätzlich alle Gäste geführt und begleitet. Eine selbstständige Besichtigung wurde erst in der restaurierten Mühle ab 2003 möglich. Hier in der Sägemühle bei laufendem Vollgatter. Der Fußboden war damals noch sehr schlecht und man konnte einbrechen.